Herzliche Grüße aus Israel. Mit einer kleinen Stada-Delegation bin ich auf Einladung von Bürgermeister Yossi Brodny zu Gast bei unserer Partnerstadt Givat Shmuel. Zeitgleich ist auch Bürgermeister Luto mit einer Vertretung aus unserer gemeinsamen Partnerstadt Goldap in Polen hier zu Gast. Unter anderem besprechen wir die trinationale Jugendbegegnung, die endlich wieder in diesem Jahr stattfinden kann. Schon im Juli werden die Jugendlichen sich zu uns auf den Weg machen nach Stade. Wir sind gut eine Woche hier und erleben sehr intensive Tage mit vielen freundschaftlichen Begegnungen und interessanten Gesprächen. Bürgermeister Brodny hat, wie ich finde, einen sehr pragmatischen Umgang beim Erreichen seiner Ziele. Givat Shmuel ist eine sehr schnell wachsende Stadt. Sie hat derzeit etwa 30.000 Einwohner. Sie sprechen davon, in 2 Jahren 50.000 zu haben und in weiteren 3 Jahren eventuell 60.000. Das ist natürlich für Stade wenig realistisch, ein solches Wachstum in so kurzer Zeit. Aber es ist trotzdem interessant zu beobachten, wie die Infrastruktur hier mitwächst und wie das alles geplant wird. Es entstehen an jeder Ecke Kindergärten, Kinderspielplätze und auch der Wohnungsbau ist im vollen Gange. Der ÖPNV steckt hier allerdings noch in den Kinderschuhen. Dennoch sind das Sachen, die wir uns ganz genau angucken können und vielleicht auch für unser ISEC Ansätze finden, die man kopieren könnte. In Erinnerung bleiben wird auf jeden Fall die riesige Gastfreundschaft, die wir hier in den 6 Tagen erleben durften. Wir haben sehr viel zu sehen bekommen. Wir hatten interessante Gesprächspartner aus vielen Bereichen. Wir haben natürlich uns Projekte in Givat Shmuel angesehen, aber auch landesweit historische Stätten und großartige Städte sehen dürfen. Das bleibt in Erinnerung. Es waren sehr intensive und lange Tage. Auf jeden Fall werden wir uns in Stade den Bildungscampus Riensförde ansehen, der dann fertig sein wird. Und auch das LNG-Projekt stößt auf riesiges Interesse hier in Givat Shmuel. Und auch wenn unsere Radwege in Stade nicht perfekt sind, gelten sie doch als Vorbild für Israel. Denn hier war man bisher der Meinung, fürs Radfahren ist es zu heiß und es ist zu wenig Platz für Radwege. Das ändert sich gerade und das ist auch gut so, wenn man die Rush Hour sieht, die hier quasi 24 Stunden am Tag dauert. Mein wichtigstes Anliegen ist allerdings, die trinationale Jugendbegegnung am Laufen zu halten. Denn das, finde ich, ist für die Zukunft das Wichtigste, dass sich die Jugendlichen aus Polen, aus Israel und aus Deutschland weiterhin austauschen. Das wird einem natürlich bewusst, wenn man, so wie wir hier vor 2 Tagen in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem voller Demut war.